Am Freitagabend ist es in Gralmüritz zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Das frühere Schullandheim stand in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Wie die Beamten mitteilten, brachen die Flammen in dem leerstehenden Gebäude kurz vor 20 Uhr aus. Als die Gralmüritzer Wehr vor Ort eintraf, schlugen die Flammen schon hoch aus dem Dach. Da der Brand sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatte, forderten sie weitere Feuerwehren aus dem Amt nach. So rückten auch die freiwilligen Brandbekämpfer aus Gelbensande, Mönchhagen und Rövershagen nach Gralmüritz aus. Insgesamt waren rund 40 Kameraden im Einsatz. Auch von einer Drehleiter aus mussten die Flammen bekämpft werden. Die Polizei ging in ihren ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Eine technische Ursache des Feuers konnte seitens der Beamten ausgeschlossen werden. Zuletzt brannte es im November 2014 an selber Stelle. Auch damals wurde ein Brand an dem Gebäude des einstigen Schullandheims gelegt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.